So, also herzlich willkommen nochmal zum ersten Fanstammtisch hier im Alt-Balingen, dem historischen Fanclub, Restaurant oder Kneipe in Balingen. Heute mit SpornTV, unserem Partner, den Medien. Wir wollen das in die Öffentlichkeit transportieren, was wir hier heute besprechen. Bei mir unser Geschäftsführer Bernd Kammer und zur anderen Seite unser Neutrainer Markus Gaugisch. Nochmal einen herzlichen Applaus. Zunächst wollen wir die Aufmerksamkeit, die Frage an unseren Geschäftsführer stellen. Wir haben uns abgesprochen, wir, der Verein, die Verantwortlichen, wir wollen nicht mehr zurückschauen, wir wollen nicht mehr in die Vergangenheit gehen, sondern in die Zukunft schauen, Optimismus pur vorleben und hoffentlich dann das Unmögliche möglich machen. Wir wollen gleich darüber sprechen, aber dennoch wollen wir die Zeit ein wenig kurz zurückdrehen. Ende des Jahres, die Entscheidung war schwer, aber es wurde gefällt. Wir wollen uns neu aufstellen, neue Impulse senden vom Verein. Wir wollen den Trainerwechsel vollziehen. So einfach, wie es klingt und ausgesprochen ist, war es in der Tat nicht. Vielleicht kannst du kurz umreißen, wie das Ganze damals, so lange ist es ja noch gar nicht her, vonstatten ging. Ja, guten Abend. Das ist richtig. Es war relativ schwierig. Man kann sich vorstellen, wenn ein Trainer 9,5 Jahre eine sehr gute Arbeit macht und ein Verein noch nie einen Trainer vorzeitig entlassen hat, dass es natürlich absolutes Neuland für uns war. Wir uns es natürlich auch nicht einfach gemacht haben. Es gibt manche Stimmen, die gesagt haben, wir haben zu lange gewartet. Andere Stimmen haben gesagt, wie kann man das überhaupt tun? Irgendwann kam der Punkt, dass wir entscheiden mussten, was wollen wir tun? Wollen wir etwas tun im Bereich Spieler? Wollen wir etwas tun im Bereich Trainer oder wollen wir gar nichts tun? Und ich finde, es ist immer schlimm, wenn man glaubt, dass es so bis zum Ende der Saison nicht reichen wird, nichts zu tun. Und von dem her haben wir dann entschieden, natürlich zu einem schwierigen Zeitpunkt, nämlich genau kurz nach Weihnachten, dass wir endgültig uns von Rolf Brack trennen. Und es wurde ja auch heftig und kontrovers diskutiert in der Öffentlichkeit. Und am Schluss wird man sehen, ob es richtig war oder falsch. Aber wir sind der Meinung, mit Markus Gaugisch den richtigen Trainer gefunden zu haben. Und allen, die sagen, ja, das hätte aber viel früher passieren müssen, kann ich nur entgegnen, dann wäre er nicht unser Trainer jetzt, sondern wir hätten irgendeine Lösung finden müssen. Es war also der einzig mögliche Zeitpunkt, Markus zu bekommen. Und sonst hätten wir gar keine Freigabe von Neuhausen bekommen für ihn. Trainerwechsel mitten in der Saison, egal in welchem Sportart, in welchem Geschäft, immer schwierig. Wie war es mit Neuhausen? Sicherlich kam da kein großer Applaus, als man angerufen hat und gesagt, wir wollen unseren Trainer direkt ein halbes Jahr früher als geplant. Klar, natürlich gibt es charmantere Themen, als anzurufen und dem Kollegen zu sagen, lass uns mal über unseren zukünftigen, deinen noch jetzigen Trainer sprechen. Aber in der Situation war mir das auch herzlich egal, weil es ging darum, hopp oder top, wir bekommen das hin oder es funktioniert nicht. Natürlich war Markus der allererste, den wir mit ins Boot genommen haben, weil ich kann schlecht mit einem gegnerischen oder mit anderen Vereinen sprechen und der Trainer muss dann abnicken. Und Markus hat, das fand ich sehr, sehr gut und es zeigt auch wahrscheinlich seinen Charakter, gesagt, es fällt mir zwar unheimlich schwer, Neuhausen zu verlassen und mir wäre lieber, diese Saison würde ganz normal zu Ende laufen, aber ich möchte meine Zukunft selber mitgestalten und das kann ich natürlich am besten, wenn ich diese Mannschaft führe, die ich später auch übernehmen werde. Und dann hat es auch, Gott sei Dank, nach einigen hitzigen Hin und her diskutieren und verhandeln und Gemache hat es dann auch funktioniert. Wollen wir direkt unseren neuen Trainer Markus Gaugisch mal dazu hören. Wie empfindet man das Ganze als Trainer? Man beobachtet die Liga, selbst noch in der zweiten Liga tätig. Dann kommt irgendwann der Vorstand auf einen zu und sagt, wenn man so aus Balingen kam, Anruf, die wollten dich schon früher haben. Wie nimmt man das als Trainer auf? Und sagt, super, toll oder schwierige Situation? Ja, zuallererst auch mal von meiner Seite nochmal hallo, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Das denke ich, eine besondere Atmosphäre, eine besondere Situation. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich war hier vor x Jahren, da ist Balingen oder Waldstätten war es, glaube ich, da noch, oder Balingen, gerade so in der neuen Konstellation in die zweite Liga aufgestiegen und da war ich auch hier bei der Aufstiegsfeier, also entsprechend kenne ich mich noch ein bisschen aus. Ja, die Situation war nicht leicht, das ist klar. Ich habe in Neuhausen sehr, sehr viel
Vertrauen bekommen, bin da als No-Name in den Trainerstab geholt worden und habe da auch relativ viel mitgestalten können und habe, glaube ich, mit dem ganzen Club da drüben auch eine tolle Entwicklung vorantreiben können. Deshalb war die ganze Situation nicht einfach. Allerdings muss ich auch sagen, was Bernd gerade gesagt hat, wenn ich die Möglichkeit oder wenn ich davon überzeugt bin, dass ich selber mitgestalten kann und selber Dinge in die Hand nehmen kann, in einer prekären Situation, und das war es eben einfach Ende des Jahres oder ist es jetzt immer noch, dann ist mir das lieb, dann stelle ich mich dieser Aufgabe, ohne das natürlich voranzutreiben. Aber es ist für mich auch eine große Herausforderung, aber ich bin optimistisch, ich treffe auf ein gutes Umfeld, ich treffe auf positive Reaktionen in der Mannschaft, auf motivierte Spieler, und entsprechend ist mir nicht bange, dass wir unsere Aufgaben machen. Ich habe die letzten schon gefragt, der erste Eindruck, egal in welcher Lebenssituation, ist ja meistens der bleibt. Wenn du jetzt nun zurückschaust, die letzten 4 Wochen, die du hier schon beim HBW bist, was war der erste Eindruck, wo du sagst, das wird mich prägen, das bleibt? Ja, das, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich bin relativ schnell eigentlich, habe ich mich heimisch gefühlt. Ich habe gemerkt, dass die Mannschaft kannte mich natürlich, in etlichen Spielern. Die kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, entweder als Gegner oder auch so privat. Von dem her war die Eingewöhnungszeit relativ kurz, und das macht das Arbeiten natürlich auch ein bisschen leichter. Und vom ersten Tag war eigentlich das Ganze schon eine gewohnte Situation. Ich gehe ins Training und ich kann einfach das machen, was mir Spaß macht, nämlich Training leiten, versuchen, eine Mannschaft voranzubringen. Und von dem her war dieser Eindruck natürlich relativ schnell sehr positiv. Und wie ich es gerade gesagt habe, ich spüre diesen Spirit, ich spüre, dass jeder unbedingt das erreichen will, was jetzt hier die letzten Jahre Standard war, nämlich erste Liga. Das wird schwer, aber wenn alle so an einem Strang ziehen und an die Grenze gehen, dann glaube ich, ist diese Chance da. Und solange diese Chance am Leben ist, werden wir versuchen, sie zu nutzen. Mit dir zurück kam Sascha Ilić, ein Altbekannter beim HBW. Er soll vor allem der Abwehr Stabilität verleihen. 4 Wochen Vorbereitungen gehen nun zu Ende oder sind zu Ende. Eine Woche haben wir noch auf das Spiel, gehen wir nachher direkt drauf ein. Wo hast du den Fokus angesetzt, vor allem mit der Abwehr? Sie stand ja zuletzt heftig in der Kritik, wo du gesagt hast, hier und da müssen wir vielleicht ein paar kleine Steine umdrehen, Sascha integrieren, und das Ganze läuft. So einfach wird es sicherlich nicht sein. Es wär natürlich super, wenn das so leicht wäre. Ja, dann hätten wir vielleicht noch 2 Wochen weniger trainieren können, aber das ist nicht so. Es ist, das ganze Spiel ist ein Gefüge, das aus verschiedenen Bausteinen zusammengebaut wird. Und die Verteidigung, glaube ich, das ist immer der Grundstein. Das ist immer der Grundstein. In der Verteidigung kann man sich Emotionen holen, man kann sich auch über einfach, ja, nennen wir es einfach mal so beim Namen, über richtige Drecksarbeit, die man da verrichtet, Meter machen, laufen, sich auspowern, und da holt man sich Stabilität und Stärke. Und darauf haben wir natürlich den Fokus gelegt. Es ist gut, ich bin mit der 3-2-1 aufgewachsen. In Balingen war die 3-2-1 in den letzten Jahren eigentlich die vorherrschende Verteidigung. Von dem her ist es jetzt nichts Neues, also nichts Unbekanntes. Ein paar Absprachen wollen wir verfeinern oder wollen wir ein bisschen anders treffen, aber die Grundordnung, kompakt zu stehen, in der 3-2-1 aktiv zu stehen und da einfach zu laufen, was das Zeug hält, das sind Dinge, die wir jetzt versuchen hinzubekommen, dass wir so ein richtiges Bollwerk stellen können, dass uns Ballgewinne gibt, dass uns Sicherheit gibt, dass Emotionen auch in die Halle transportiert, und gemeinsam mit den Zuschauern müssen wir einfach eine ganz, ganz unangenehme Mannschaft sein. Das bedeutet nicht, dass wir wild um uns schlagen, sondern dass wir in der Formation sehr, sehr viel Laufarbeit und sehr, sehr viel Arbeit leisten insgesamt, und das war der Fokus, auf den wir uns jetzt auf jeden Fall mal gestürzt haben. Und wenn wir das hinbekommen am Samstag, dass wir da richtig stabil hinten drin stehen und dann den Torhütern dann auch die entsprechende Sicherheit geben können und gemeinsam dann einfach Bälle erarbeiten, dann werden wir auch ein gutes Spiel zeigen. Frage an den Geschäftsführer, du hast es eben vorhin selbst kurz angesprochen. In so einer Situation, wo solche Entscheidungen getroffen werden, wird immer Kritik geerntet. Egal was man tut, das wissen immer alle besser, am Ende sowieso.
Wie fühlt man sich als Geschäftsführer, wenn man sowieso weiß, man macht das Ganze ehrenamtlich, in der Freizeit mehr und weniger, und man bekommt dann öffentlich diese Steine und Prügel zwischen die Beine geworfen und sagt, der hat eh keine Ahnung, der muss eh weg, wir müssen gleich mit und so weiter. Wie nimmt man das Ganze als Geschäftsführer auf, der so eine Entscheidung nach außen hin A, verkünden muss und auch vertreten muss? Ja, grundsätzlich nimmt man das sportlich. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen und die darf es auch immer geben. Das Problem ist natürlich, wenn sie unqualifiziert werden, aber wie du richtig gesagt hast, das Problem ist immer, dass hinterher alle alles besser gewusst hätten und anders gewusst hätten. Man muss halt, wenn man in der Verantwortung ist, irgendwann eine Entscheidung treffen und dann kann man sich auch nicht auf andere Leute berufen, sondern dann muss man selber hinstehen und muss sagen, okay, die Entscheidung wird im Gremium gefällt, die fälle ja ich nicht alleine. Ich muss sie natürlich nach außen vertreten. Ich bin vielleicht derjenige, der dann Buhmann ist, aber wenn wir hinterher nicht absteigen sollten und die erste Liga halten, von was ich wirklich absolut überzeugt bin, dann haben wir alles richtig gemacht und ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich dann daran und leistet mir vielleicht innerlich Abbitte. Nun gab es ja auch die Tage, wo du eben in der Öffentlichkeit gestanden bist und immer gesagt hast, ich stelle mich vor den Trainer, der Trainer steht nicht zur Diskussion. Das wurde am Schluss dann auch von diesen Kritikern eben bemängelt. Ich sage, jetzt stand er doch da ewig und hat gesagt, der Trainer steht nicht zur Diskussion. Und jetzt kommt er und sagt, wir wechseln hier auf der Position. War es abgesprochen, war es eher Taktik oder sagst du, nein, es war schon eine Entwicklung, die wir so nicht haben sehen können? Am Anfang war es klar, dass es der Trainer nicht unbedingt sein kann. Danach war es natürlich auch teilweise Taktik. Ich kann schlechthin sitzen in der Pressekonferenz und sagen, also wenn wir keine 4 Punkte holen, dann wird Markus Gaugisch der neue Trainer bei 1.1. Wird ja keiner erwarten, dass ich so blöd bin. Dann ist natürlich ein Stück weit Profigeschäft und da laufen die Uhren nun mal so. Und ich bin aber trotzdem sehr lange davon überzeugt gewesen und bin es immer noch, dass die Mannschaft mindestens die gleiche Schuld hat wie der Trainer. Und deshalb habe ich es nicht eingesehen, warum ich auf den Trainer einschlagen soll als schwächstes Glied und habe immer wieder versucht, die Mannschaft ins Gebet zu nehmen, auch teilweise öffentlich zu kritisieren, weil ich gedacht habe, die Jungs werden vielleicht die Backen zusammenkneifen und einfach das nochmal schaffen. Und mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten gewesen, wir würden jetzt hier mit 10 oder 12 Punkten da sitzen. Markus könnte seinen Job vernünftig in Ruhe in Neuhausen zu Ende machen und Rolf Brack seine verdienten Lorbeeren abholen und nicht absteigen mit uns. Aber die Zeit hat uns überholt und haben einfach nach einer Möglichkeit gesucht, das Ganze in richtige Bahnen zu lenken. Und von dem her ist es jetzt, wie es ist. Und wie Markus richtig gesagt hat, bei seiner ersten Ansprache an die Mannschaft, wir schauen nach vorne, wir karten nicht nach, wir schauen nicht nach hinten. Genauso muss man auch sagen, dass vorher nicht alles falsch war und jetzt richtig ist, sondern es war die richtige Entscheidung zu einem ganz bitteren Moment und dazu muss man einfach stehen. Markus, bevor wir zum Angriff wechseln, wollte ich noch fragen, die Frage wurde mir vorhin gestellt, gibt es eine zentrale Figur in den Deckungssystemen, oder zentrale Figuren, wo du sagst, das ist der Kern, der da stehen wird und darum baue ich auf? Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir jeden brauchen. Ja, dass wir jeden brauchen, der am Samstag auf dem Spielberichtsbogen steht, dass wir jeden brauchen, um eine optimale Leistung hinzubringen. Ich bin ein Fan von Kollektivlösungen. Also jeder, der am Samstag auf der Platte ist, weiß, was er zu tun hat. Und natürlich gibt es den einen oder anderen, der unterschiedlich ist. Also der eine hat hier seine Qualität, der andere hat hier da auf der anderen Seite seine Qualität. Aber das Wichtige ist, dass wir für jede Möglichkeit gerüstet sind. Das ist eben so, Lübbecke wird auch mit Tempo rausspielen. Wir müssen sofort aus dem Angriff auch wieder umschalten in die Verteidigung. Ich bin froh, dass Sascha wieder zurück ist, ganz klar. Ich bin froh, dass ich hier auf ihn zurückgreifen kann, weil er eben auch schon ein paar Dinge schon verinnerlicht hat, die wir eben jetzt versuchen umzustellen. Und dann kommen halt die Ansagen nicht immer nur von mir, sondern die Spieler können eben auch mal Sascha angucken und Sascha kann dann mal kurz sagen, so und so versuchen wir das jetzt weiterzutragen. Von dem her haben wir genug Leute, die sehr, sehr gut Abwehr spielen können. Wir versuchen das jetzt ganz klar zu definieren. Was ist die Aufgabe? Was macht ein vorne Mitte? Was macht ein hinten Mitte? Was machen die Halbpositionen? Welche Aufgabe haben die Außenpositionen? Und da
gibt es einfach für jeden Spieler eine klare Vorgabe. Und diese Vorgabe haben wir uns jetzt erarbeitet. Und an diese Vorgabe muss sich einfach jeder halten. Ja, und das ist klar, da darf keiner ausbrechen. Da gibt es eine ganz klare Definition von Jobs. Und das erwarte ich, dass das auch jeder weiß und dass jeder Spieler das dann auch im Stress sich nochmal zu Gemüte führen kann und dann auch nochmal zurück in sein Gedächtnis rufen kann. Und deshalb sehe ich das einfach so, wir müssen gemeinsam das hinten schaukeln, ganz klar. Wir müssen schauen, dass wir alle auf den Beinen sind, dass wir vor allem das Tempo über 60 Minuten hochhalten können. Und dafür brauchen wir eben möglichst viele Leute. Ja, es geht eben nicht, dass einer alleine 60 Minuten vorne und hinten Betrieb macht, sondern wir müssen alle da arbeiten und da braucht jeder seine Ruhepause, aber in der Sekunde oder in den Minuten, in denen er auf dem Platz ist, da muss er eben seinen Aufgabenbereich abdecken und das mit aller Konsequenz. Und ich bin davon überzeugt, dass man über solche Kollektivlösungen dann auch zum Erfolg kommen kann. Wollen wir von der Abwehr umschalten auf Angriff? Hier war auch zuletzt die Kritik nicht gerechtfertigt, vielleicht aber doch zumindest vorhanden. Wie gesagt, wir haben zu wenig Gefahr aus dem Rückraum, die Laufwege sind absehbar, die ganze Passspiel ist kalkulierbar, es ist einfach zu verteidigen gegen den HBW. Hast du dir im Angriff auch ein paar Dinge überlegt, wo du sagst, hier stellen wir ein bisschen um ein bisschen aggressiver und einfache Tore vor allem zu werfen? Ja, ich habe natürlich, man kann in 4 Wochen nicht alles umschmeißen. Das ist auch nicht nötig. Das wäre auch nicht clever, sagen wir es mal so. Ja, es sind Elemente im Spiel, die jetzt schon über Jahre stabil sind. Und ich wäre schlecht beraten, wenn ich jetzt sage, naja, alles, was da war, das will ich nicht oder das ist nichts, weil das stimmt einfach nicht. Ich habe jetzt versucht, mit der Mannschaft an dem bestehenden Spielkonzept einfach noch weiterzuarbeiten, vielleicht noch das ein oder andere Element dazuzunehmen, vielleicht einen Laufweg nochmal genauer zu besprechen, Kreuzbewegungen mit aufzunehmen, die jetzt unsere Shooter in die Bewegung bringen. Ein Fabian Böhm braucht Bewegungen, ein Roli Schlinger braucht Bewegung und da versuchen wir eben das Bestehende, was schon da ist, jetzt mit ein paar neuen Elementen noch zu erweitern und dann wird man sehen, ob wir es schaffen, immer in der Bewegung in den Ball zu kommen. Das ist so eine grundsätzliche Voraussetzung, die ich sehe. Man muss sich früher bewegen, als wenn man den Ball in der Hand hat. Weil dann hat man diesen Stellungsvorteil, dann ist es für die Kreisläufer auch leichter, eine Sperre zu stellen. Dann kommt man auch mit mehr Schwung an den Block oder am Block vorbei. Das ist für die Verteidigung einfach viel schwerer zu lesen. Und das muss die Aufgabe sein am Samstag, dass wir jeden Ball gut getimt und vor allem dann in der Bewegung annehmen, damit wir mit richtig viel Power auf diese Verteidigung treffen und dann wird man auch erfolgreich sein. Unser Shooter von der Königsposition halb links, Roli Schlinger, kam jetzt relativ spät zur Mannschaft dazu, weil er Europameisterschaft gespielt hat mit Österreich. Ein Problem, dass ihm jetzt diese 2,5 Wochen fehlen oder siehst du es eher positiv? Ich habe es schon häufiger jetzt gesagt, ein Spieler, der sein Land repräsentieren kann auf so einer Veranstaltung, dem gönnt man das. Dem gönnt man das zu, also ich gönne ihm das zu 100%. Und so wie Roli jetzt zurückgekommen ist, muss man sich da auch gar keine Sorgen machen. Er ist körperlich in einem Zustand, der mit den anderen ja nicht auch vergleichbar ist. Also die Spieler, die hier waren, haben auch 2,5 richtig harte Wochen hinter sich gehabt, als Roli zurückkam. Roli hat gespielt vor vielen tausend Zuschauern gegen Dänemark, hat gute Leistungen abrufen können, hat sein Land super repräsentiert, hat, denke ich, mit Österreich einfach Erfolg gehabt bei dieser Europameisterschaft. Sie haben gezeigt, dass sie zu Recht sich dorthin qualifiziert haben und von dem her kommt er hier mit einem breiten Kreuz zurück. Er ist sehr positiv, er lacht und er freut sich, wieder zurück zu sein. Und wenn er diesen Spirit dann auf die Mannschaft übertragen kann, dann ist das auch ein positiver Effekt für uns. Bernd, du hattest nun Möglichkeit, auch die letzten Wochen die Mannschaft begleitend zu sehen, warst im Trainingslager mit dabei. Wenn du es jetzt kurz beschreiben müsstest, was hat der Trainerwechsel in den letzten 4 Wochen bewirkt? Super Frage. Hat zumindest bewirkt, dass wir 2 Vorbereitungsspiele gewonnen haben und das relativ überzeugend gegen Bietigheim, die so eine Spitzenmannschaft der 2. Liga sind, gegen den Tabellenführer in der Schweiz, Fadi Winterthur, mit richtig guter Leistung. Und dann ging es bergab, ganz einfach, weil die Jungs richtig rangenommen wurden im Trainingslager und sich jeder zerrissen hat. Was ich gemerkt habe, dass einfach die Stimmung anders ist.
manche würden sagen besser, sie ist anders. Die Leute lachen wieder mehr, haben mehr Spaß am Handball. Wir trainieren sehr, sehr intensiv, finde ich. Die Jungs sind richtig nass geschwitzt hinterher, weil es gibt wenige Pausen. Markus unterbricht relativ selten, das war ich vorher ganz anders gewohnt. Die Torhüter werden viel mehr ins Training mit einbezogen. Das macht denen auch unheimlich viel Spaß, zumindest habe ich das Gefühl. Und von dem her, was ich auch deutlich merke, dass natürlich Markus ein relativ junger Mann noch ist und vieles noch mit und vormachen kann. Ja, als ehemaliger Bundesligaspieler, das ist ja noch nicht so in grauer Vorzeit gewesen, merkt man einfach, dass er noch weiß, wo ein Ball hingespielt werden muss, kann das auch vormachen und genau erklären. Und das würde mir zum Beispiel als Spieler unheimlich gut tun, wenn ich von so jemand aus dieser Erfahrung heraus Dinge erzählt bekomme, die er mir vielleicht auch vormachen kann, wo ich einfach vielleicht ein besseres Gefühl habe. Und das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind und die finde ich sehr, sehr positiv. Ich habe mich auch entschieden, sehr, sehr viel bei der Mannschaft zu sein, um einfach allen Leuten irgendwie widersprechen zu können, die irgendwelche anderen Dinge sagen oder eben den Leuten richtig erklären zu können, wie es bei uns funktioniert. Ich werde auch versuchen, bei fast allen Auswärtsspielen dabei zu sein, weil ich einfach der Meinung bin, dass Markus jetzt auch vielleicht eine gewisse Unterstützung drumherum braucht. Und von dem her denke ich mir bisher alles ganz positiv. Markus, die Vorbereitung, wie du es eben angesprochen hast, war hart. Du hast sie hergenommen, die letzten Tage vor dem immens wichtigen Spiel nun. Wollen wir kurz die Vorbereitung beleuchten, ansprechen. Du hattest 2 Siege, du hattest den Berner Cup, wo wir verloren haben, 2 Spiele. Du hast jetzt das letzte Testspiel in Bregenz gewinnen können mit deiner Mannschaft. Wie liegt dein Fazit? Bist du zufrieden mit dem Verlauf? War das alles so kalkuliert? Du sagst, hier gibt es Nackenschläge, hier wird es Rückschläge geben oder bist du eher enttäuscht? Nein, ich bin nicht enttäuscht. Das Wichtigste war einfach, dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir jede Woche, jedes Training, jede Minute eigentlich an Dingen gearbeitet haben und konzentriert gearbeitet haben. Wenn man dann sieht, wie die Verfassung der Mannschaft war, dann war die erste Woche das Spiel gegen Bietigheim, das war das erste Zusammentreffen für mich mit der Mannschaft und die Mannschaft und für die Mannschaft mit mir, dann mit dem neuen Trainer. Und da haben wir Bietigheim sehr deutlich auch geschlagen und haben, finde ich, all das, was wir angesprochen haben, was wir bearbeitet haben, geschafft. Das konnten wir umsetzen, ganz klar. Und das war dann gegen Fadi Winterthur auch der Fall, trotz der hohen Belastung im Trainingslager. Das war mitten in der Woche, an dem Donnerstag, gegen eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die extrem aggressiv spielt. Haben wir auch die Dinge, die ich haben wollte, haben wir umgesetzt. Dann sind wir direkt aus dem Trainingslager nach Öhringen gefahren und sind dann gegen Erlangen gekommen. Erlangen ist eine super Mannschaft, die steigen für mich zu 120% in die erste Liga auf, weil sie da auch sich absetzen aus der zweiten Liga. Entsprechend ist es ja keine Gurkentruppe. Und auch da war es so, dass wir die Dinge, die wir besprochen haben und die wir schon trainiert haben, umsetzen konnten. 2-3 Dinge, die Erlangen jetzt zu einer besonderen Mannschaft machen, haben wir eben im Vorfeld auch nicht trainiert und deshalb konnten wir das im Spiel dann auch nicht unter der körperlichen Belastung nicht umsetzen. Okay, das ist eben der Fall. Dann haben wir gegen Göppingen gespielt, im Spiel um Platz 3 und das war bis 2 Minuten vor Schluss, glaube ich, mit einem Tor, 2021 oder 21-22 in dem Bereich, haben wir eine gute Leistung gebracht und sind an Kleinigkeiten dann gescheitert. Aber auch da, das, was ich sehen wollte, war dabei. Und was ich in allen Spielen gesehen habe, war einfach diese Begeisterung am Spiel, dass ich eine Mannschaft auf der Platte habe, dass ich sehe, auch wenn man mal nach hinten liegt, dass es weitergeht, dass die Spieler den Kopf oben lassen, dass die Spieler die Brust zeigen, dass die Spieler weiter arbeiten und laufen und nicht stehen und in irgendwelchem Selbstmitleid oder in der Fehlersuche einfach dann vergessen, Handball zu spielen. Das habe ich gesehen in allen Spielen und das ist das Wichtigste. Und insgesamt ging das so Step by Step weiter. Die letzte Woche war jetzt nicht befriedigend, weil wir eben nach dem Trainingslager sehr, sehr viele Ausfälle hatten. Wir hatten ein paar Kranke, wir hatten ein paar Wehwehchen am Knie, ja, gerade wie ich es vorher gesagt habe, Kai ist ausgefallen, Flo hat dann noch einen Schlag in die Rippe bekommen und da waren wir jetzt nicht mit voller Kapelle am Start letzte Woche und deshalb war am Freitag dieses Trainingsspiel auch nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten, aber es ist alles erklärbar gewesen bis jetzt und trotzdem haben wir gegen Bregenz dann ja auch noch gewonnen und dann war es wichtig, dieses Wochenende den Spielern auch freizugeben, damit der Kopf und damit auch die Beine und der ganze Körper mal aus diesem Belastungsloch rauskommt
Und seit gestern sind wir wieder im Training, es sind alle da und machen auf mich einen guten Eindruck. Ja, jetzt haben wir heute noch mal ein bisschen auf die Tube gedrückt und gestern Abend. Und jetzt geht die klare Vorbereitung Richtung Samstag. Neuer Trainer, Änderungen, Systemänderungen, hier und da wird geschoben und gebogen. Gibt es nach diesen intensiven Trainingsvorbereitungswochen nun eine erste Sieben, wo du sagst, mit denen würde ich anfangen, das ist mein Team und dann spicke ich hier und da oder wechsle aus? Ach, natürlich habe ich Ideen im Kopf, aber also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wie vorher, das sind jetzt die Sieben und die müssen das unbedingt machen. Ich habe eine Idee, wie wir ins Spiel reingehen können. Und bis Samstag ist aber noch Zeit, da muss ich mir noch ein paar Sachen anschauen, ein paar Gedanken machen und dann werden am Samstag auf jeden Fall das erste Mal 7 Stück draufstehen und die anderen werden daneben sein und werden auch stehen, ja, weil sie begeistert sind und jeder wird seinen Beitrag leisten und jeder wird dann reinkommen und sich auspowern für die anderen. Ja, wir sind eine Mannschaft, wir sind mehr Leute als nur 7 auf dem Platz und ja. Genug Trikots sind da, von dem her habe ich keine Angst, dass jetzt das irgendwie bis Samstag nicht klar ist, was passieren muss. Bevor wir weiter in den Themen gehen, auf das Spiel am Wochenende zu sprechen kommen, die Möglichkeit nun für euch eine oder andere Frage zu stellen, die jetzt noch nicht beantwortet ist und doch gerne in dem Wissen befriedigt sein sollte, dann könnt ihr die jetzt stellen, Markus. Steht parat, natürlich auch unser Geschäftsführer. Marco, schau mal, wer die Hand hebt, dann können wir die Frage mit direkt hier aufnehmen. Gibt es irgendjemanden? Alles beantwortet. Joe, sage ich auch. Alle in die Hand. Joe, was ist los? Meistens ja, bis der Erste eine Frage gestellt hat, dann kommen die anderen nach. Also nutzt die Gelegenheit und fragt einfach. Wir sind unter uns. Einschalten, ja. Vorwort schon angesprochen, unser Shooter auf der Königsposition, Roland Schlinger. Viele von uns haben schon Fernsehen geguckt, haben die Europameisterschaft gesehen. Und mein persönlicher Eindruck war, dass der Roland Schlinger ziemlich agil war, beweglich, immer da, wo er sein sollte und so weiter. Was ist dein Eindruck? Hat er diesen positiven Eindruck mitgebracht? Oder fällt er wieder in die Sachen zurück, was er vielleicht die letzten Spiele gezeigt hat? Muss für dich sein. Ich denke, die Frage ist an den Trainer gerichtet, nicht an den Manager. Daher Entschuldigung. Also an Markus. Also ich habe es vorher schon gesagt, Roli macht einen guten Eindruck. Roli macht einen guten Eindruck auf mich. Und wer so ein Erlebnis, glaube ich mal, mitnehmen kann und das bei sich abheften kann, wenn der dann in Trauer verfällt und nicht freudig zurückkommt, der wäre, glaube ich, fehl am Platz. Ich denke, Roli hat gute Spiele gezeigt für Österreich. Wir müssen schauen, dass wir ihn in die Bewegung bringen und dann wird er auch schnell und agil sein. Er hat besondere Fähigkeiten, die kein anderer hat, die nur wenige Leute haben. Er hat einen knallharten Wurf, der recht schnell ablaufen kann auch, einen schnellen Armzug dazu. Ja, und das versuchen wir jetzt einzubauen und ich bin überzeugt davon, dass er das am Samstag hinkriegt. Okay, danke. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann fahren wir fort. Gehen wir direkt weiter im Fahrplan Samstag. Erstes Heimspiel nach einer langen Vorbereitung. Dein erstes Heimspiel, das erste Spiel der Mannschaft mit ihrem neuen Trainer. Viele sagen, so, jetzt wird sich zeigen, die Zeit der Alibis, der Ausreden ist vorbei. Jetzt gilt es für jeden, Karte oder Farbe zu bekennen und muss jeder seine Leistung abrufen. Was willst du der Mannschaft in den nächsten Tagen mit auf den Weg geben, dass sie dann am Samstag wirklich auch voll motiviert auf die Platte laufen zum einen und vor allem die Gefahr nicht besteht, dass sie zu viel wollen, dass jeder Einzelne, wie man in Fachjargon overpaced, reagiert und sagt, mit der Brechstange will ich das Spiel hier umbiegen und die 2 Punkte in Balingen halten. Ja, jeder kriegt einen Fahrplan. Also wir erarbeiten uns ein klares Spielkonzept, wie wir vorgehen wollen. Das sind Fakten, an die müssen wir uns halten und auf die wollen wir uns auch immer wieder zurückberufen. Ich erwarte einfach von den Spielern, genauso wie die Spieler das von mir erwarten, dass wir top vorbereitet sind, dass wir wissen, welche Elemente Lübeck auf die Platte bringt und dass wir versuchen, das gemeinsam eben zu beantworten. Das ist wichtig.
so eine gewisse, also so eine Sicherheit in dem, was kommen wird, das überträgt sich natürlich. Wenn man Dinge erarbeitet hat und die funktionieren dann vielleicht am Wochenende, wovon man einfach mal ausgehen muss, dann hilft das. Dann hilft das. Man kann nicht alles absichern, aber man kann ganz, ganz vieles vorher besprechen und Lösungswege vorbesprechen und auch psychologisch ein bisschen einwirken. Was passiert, wenn? Ja, was machen wir, wenn das passiert? Was machen wir, wenn das passiert? Und mit diesem Bereich können wir, glaube ich, relativ viel schon auf uns übertragen. Und Fakt ist auch einfach der, am Samstag ist Bundesliga. Hier geht das Licht an in der Halle, es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Aber wenn nicht jeder brennen würde auf sowas, auf so eine Aufgabe, sich nicht jeder freuen würde auf so eine Aufgabe, dann wären wir alle hier fehl am Platz. Das ist das Wichtigste. Man quält sich wochenlang, man stellt vieles Private hinten an, um am Wochenende Bundesliga zu spielen, ein Trikot anzuziehen und einfach mit 2000 und x Zuschauern jetzt einen Gegner zu besiegen. Und dieser Antrieb, der ist spürbar, der ist spürbar. Und natürlich wird das nicht leicht. Ja, man kann auch eine Situation nicht wegdiskutieren. Aber wir haben versucht, uns einen Plan zu erarbeiten und diesen Plan wollen wir einhalten. Und wir können immer wieder auf diesen Plan zurückgreifen und das sollte uns Sicherheit geben. Und wenn die Zuschauer uns unterstützen und uns aufmuntern, auch wenn mal ein Ball daneben geht oder wenn wir mal Vukovic oder so nicht zu fassen bekommen, ja, dann ist es eine gemeinsame Arbeit am Gegner. Ja, und das wünsche ich mir fürs Wochenende, dass wir einfach jetzt wirklich sagen, so, Fakt ist der, wir stehen da unten und Fakt ist auch, wir kommen nur gemeinsam da unten raus. Und da gibt's nichts, was man in irgendeiner Art und Weise jetzt negativ pushen muss in irgendeine Richtung, sondern es geht nach vorne, die Brust muss raus, der Kopf muss hoch und dann müssen wir mit Vollgas durch diese Halle gehen und alle gemeinsam versuchen, Lübbecke zu schlagen. Der Druck ist immens. Die letzten Wochen, Monate, natürlich jetzt nach dem Trainerwechsel sowieso, wo jeder sagt, so, jetzt wird sich's zeigen. Versucht die Geschäftsführung, die Führung des HBW, den Druck irgendwie rauszunehmen oder sagt, nee, das soll man jetzt ruhig spüren, es muss nach vorne gehen, wir brauchen Punkte. Das Spiel der Spiele ist am Samstag, davon wird die weitere Zukunft des HBW aus, abhängen. Ich glaube, dass wir, wenn man so schön von der Führung spricht, dass wir alles getan haben, was man tun kann. Ich glaube auch nicht, dass wir von der Vereinsführung jetzt noch irgendwelche Punkte holen. Ich glaube, das haben wir auch noch nie getan, wenn es manche Leute sich einreden wollen oder auch schreiben. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwie was positiv oder negativ beeinflussen, sondern das macht die Mannschaft, das macht der Trainer. Und wenn die Mannschaft und der Trainer gewinnt, dann ist es ihr Erfolg, ganz klar. Und Druck aufzubauen oder abzubauen, ist, glaube ich, brauchen wir absolut nicht zu tun. Die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Der Trainer weiß, was er zu tun hat. Und von dem her werden die da rausgehen und werden heiß sein. Natürlich ist eine gewisse Anspannung da, weil wir genau wissen, die Spiele werden immer weniger. Und wir brauchen noch mindestens, ich würde mal sagen, 16 bis 18 Punkte. Und das ist natürlich jede Menge Holz. Das Problem ist nicht, dass, ich gehe davon aus, dass man unter 23 Punkte absteigt. Das kann gut passieren diese Saison, weil die anderen haben schon relativ viel, die holen auch noch viele Punkte. Und man muss mal so sehen, die Bundesliga, Markus kann mir gern widersprechen, war, glaube ich, noch nie so stark im unteren Bereich und so eng zusammen. Letztes Jahr, glaube ich, Markus, seid ihr mit 17, 16 Punkten abgestiegen. Das muss man sich mal, und es war knapp, die sind ganz knapp noch abgestiegen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr mit 16 Punkten JWD sind. Von dem her, wir sammeln, was geht. Nun hat der HBW eine besondere Aktion auch ins Leben gerufen für das Heimspiel am Samstag. 9 Euro den Stehplatz, um die Halle wirklich voll zu bekommen. Nun gab es natürlich wie immer bei solchen Entscheidungen auch hier und da kritische Stimmen, die sagen, Markus, habe ich eine Dauerkarte gekauft, die hat mich weitaus mehr gekostet, jetzt gibt es für 9 Euro eine Karte. Lebt man mit dem Risiko und sagt dann, wurscht, wir wollen jetzt die Halle am Samstag vorkriegen, was war, ist egal? Oder nennt man solche Stimmen auch zur Kenntnis und sagt, naja, da müssen wir jetzt halt gemeinsam durch? Ich nehme Stimmen immer zur Kenntnis, aber mir ist es momentan ehrlich gesagt herzlich egal, weil letztendlich verantwortlich sind wir und wir werden alles dem Ziel unterwerfen und dass wir nicht absteigen und dass der HBW nächste Saison erste Liga spielt. Und ich glaube kaum, dass dann hinterher irgendjemand noch fragt, habt ihr damals für 9 Euro eine Aktion gemacht oder nicht? Ich glaube, dass es jeder irgendwie durch muss.
egal ob es Fans sind, Sponsoren, Umfeld, Vereinsführung, Mannschaft. Es gibt keine Treuepunkte, es gibt keine Sozialpunkte, es gibt nur Punkte in der Tabelle. Und da ist, glaube ich, mittlerweile jedes legale Mittel recht. Markus, die Frage noch zum Abschluss für das Spiel am Samstag. Es gibt einen Mannschaftsrat, es gibt einen Kapitän, es gibt einen Co-Kapitän. Aber jeder Trainer hat so seinen, na, wie soll ich sagen, die Liebling will ich jetzt nicht sagen, aber so seinen verlängerten Arm auf das Spielfeld. Ist es in deinem Fall auch der Kapitän? Oder hast du hier zwei, drei andere auserkoren, wo du sagst, das sind, die brauche ich auf dem Feld, die holen für mich die Kohlen aus dem Feuer, beziehungsweise bringen die Informationen auch entsprechend an den Platz? Ich brauche alle. Ich brauche alle auf dem Feld, ganz klar. Aber natürlich, Wolfi ist jetzt hier schon seit x Jahren Kapitän, ist unumstrittene Führungspersönlichkeit in dieser Mannschaft. Und natürlich tausche ich mich mit Wolfi aus, das ist ja klar. Aber man darf sich das nicht nur so vorstellen, wie das vielleicht manchmal so im Fußball rüberkommt. Der Trainer redet mit niemandem. Das ist nicht der Fall. Ich versuche mit allen Spielern zu reden, mit allen Spielern über Dinge zu diskutieren und dass wir da einen gemeinsamen Weg finden. Nur wenn wir uns damit identifizieren, was wir machen, dann können wir auch die Leistungsgrenze erreichen. Wenn ich etwas machen muss, wo ich nicht dahinter stehe oder wo ich sage, das ist absoluter Schwachsinn, dann bringt das nichts. Dann kommen wir nicht weiter. Deshalb versuchen wir, einen gemeinsamen Weg zu finden. Natürlich bin ich verantwortlich, ja, und gebe die Richtung vor, aber wir müssen natürlich auch zusammen diskutieren. Das ist ganz klar. Da sind wir aber in einem sehr offenen Verhältnis. Ich kenne das nicht anders. Wir sind eine Mannschaft. Ich bin der Trainer und der Trainer gehört einfach mit dem Hans, mit dem Co-Trainer natürlich einfach zur Mannschaft. Und deshalb sind wir gemeinsam in einem Boot und müssen auch gemeinsam rudern. Wenn die einen in die Richtung rudern und die anderen in die Richtung, dann kommt man auf keinen grünen Zweig. Wichtig ist, dass man eine gemeinsame Idee hat. Es gibt dann keine Garantie dafür, dass das die beste Idee ist, aber man kann immer verschiedene Dinge angehen, aber wichtig ist eine Idee und alle dahinter. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel erreicht. Der Manager hat es gerade eben gesagt, 16 bis 17 Punkte ist schon Hammer, was wir brauchen, um am Ende nicht abzusteigen. Wie siehst du es, wie beurteilst du die Situation? Wird in der Mannschaft darüber gesprochen, wie viele Punkte wir noch brauchen und sagen, möglich oder nicht möglich, ist der Druck zu groß oder wie siehst du es? Bernd hat ganz klar recht. Die erste Liga ist dieses Jahr richtig hart. Die Mannschaften Gummersbach, BHC, die haben schon 15 Punkte, das muss man sehen. Wir haben leider nur 8 und die werden natürlich noch sammeln. Und für uns ist das Wichtigste, dass wir jetzt einfach von Schritt zu Schritt gucken. Es bringt nichts, wenn wir sagen, naja, bis April brauchen wir so viel und dann brauchen wir so viel, weil das wissen wir ja definitiv nicht. Fakt ist, wenn wir keine Punkte holen, dann holen wir auch keinen ein. Und je früher wir anfangen zu punkten, desto besser ist es. Desto besser ist es. Und wir werden es einfach versuchen, jetzt mit Vollgas anzugehen. Und uns über jeden Punkt, über jedes Tor, über jede gute Abwehraktion müssen wir uns freuen. Wir müssen stolz auf das sein, was wir leisten können. Wir müssen demütig unseren Job machen und auch froh sein, dass der HBW uns so eine gute Möglichkeit gibt, unser Hobby oder unseren jetzigen Beruf dann vor einem tollen Publikum zu präsentieren. Und das ist das, was in jedem drinstecken muss und was jeden antreiben muss. Und Prognosen hin oder her, das wissen wir nicht genau, wo es hingeht. Wichtig ist, dass wir langsam dahin kommen, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder das Heft des Handelns in der eigenen Hand haben. Und solange wir so weit hinten dran sind, haben wir es nicht. Ja, deshalb geht es jetzt einfach nur darum, Punkte zu sammeln. Und erst wenn wir wieder dran sind, dann können wir mal überlegen, in welche Richtung geht das. Dann kommen Spiele, wo dann vielleicht auch mal wieder ein Schritt in der Tabelle möglich ist, wo man dann mal einen Punkt hinter einem Gegner ist, den man dann direkt an der Platte hat, wo man dann vielleicht nach Gummersbach fährt und sagt, so, Gummersbach ist einen vor uns und wir sind einen dahinter und der Sieger dieses Spiels zieht am anderen vorbei und gibt dann diese Karte des Abstiegsplatzes dann an den anderen weiter. Da müssen wir hinkommen und solange wir das nicht schaffen, brauchen wir über nichts anderes diskutieren. Das ist das Wichtigste, dass wir da hinkommen. Dann wollen wir aber auch nicht so blond und blauäugig sein, wie es schön heißt, und die zweite Liga nicht ansprechen. Das heißt also, wie du es eben vorhin gesagt hast, es gibt viele Spielerverträge, die gelten für die erste, für die zweite Liga, andere verfallen, da muss man neu verhandeln.
Gibt es bereits einen Plan B für den HBW, für den Worst Case, dass wir tatsächlich uns mit der zweiten Liga ernsthaft beschäftigen müssen? Also erstmal Entschuldigung bei allen Blonden und Blauäugigen. Ihr seid genauso intelligent wie andere auch. Das war nur ein Sprichwort. Ja, okay. Ich hatte es am Anfang gesagt, es wäre ja absoluter Schwachsinn. Und wenn wir uns nicht mit Plan B beschäftigen würden, wenn wir so borniert wären und würden denken, wir sind unabsteigbar, das ist nämlich niemand, das kann jeden erwischen. Und natürlich haben wir Plan B in der Schublade und eins auch gleich, je schlechter es uns geht im Lauf der Rückrunde und desto eher sich das Abzeichen, dass wir vielleicht doch den Gang nach unten machen, desto mehr wird sich zeigen. Ob dieses Gebilde HBW nur darauf basiert, Erfolg zu haben oder ob es ein in sich gefestigtes Gebilde ist. Das heißt, ob die Fans, ob der Fanclub, ob das Umfeld, ob die freiwilligen Helfer, ob die Mannschaft oder ob die Sponsoren alle zusammenhalten und sagen, okay, wir werden wohl absteigen, aber wir werden alles dafür tun, dass wir nach einem Jahr in der zweiten Liga wieder aufsteigen. Und das ist unser erklärtes Ziel. Sollte es wirklich zum Super-GAU kommen, dann muss das Ziel sein von uns, die wir verantwortlich sind, dass wir alles dafür tun, dass die Mannschaft so stark ist, dass wir sofort wieder aufsteigen. Und das einzige Positive, was ich dem abgewinnen kann, dass wir dann mehr Spiele gewinnen als verlieren, das ist auch mal eine seltsame Situation für uns. Wobei ich sage, ich würde lieber die nächsten Jahre wieder mehr verlieren als gewinnen in der ersten Liga spielen. Ich glaube, das geht jedem so. Aber egal, ob es Plan A oder B wird, wir werden voll dran arbeiten, dass es funktioniert, ganz klar. Die Frage natürlich auch an den Trainer. Er kam aus der zweiten Liga, jetzt früher in die erste Liga als geplant. Sicherlich war es der Wunsch für dich, auch als Trainer wieder in der ersten Liga zu arbeiten. Ein Problem für dich, wenn nun der Zug tatsächlich in die andere Richtung fahren würde als geplant? Nein, mein Wunsch war, einen weiteren Schritt in meiner eigenen Entwicklung zu machen. Und die Möglichkeit ist eben in Balingen da. Ganz klar, egal ob erste oder zweite Liga. Es sind Bedingungen, die professionelles Arbeiten ermöglichen. Und diesen Schritt, das war mein erster Antrieb. Ja, diese Möglichkeit zu ergreifen, eine Halle zu haben, die für Trainingsbetrieb immer zur Verfügung steht, vormittags Trainingseinheiten anzubieten, gute Gerätschaften zu haben. Das sind alles mal so Grunddinge, die wir hier haben, die in einem Top-Zustand sind und die das Arbeiten auch professionell machen. Und das war mal der allererste Antrieb, ganz klar. Und ich bin davon überzeugt, dass ich mitarbeiten kann an diesem ganzen Gebilde und dass ich dieses ganze Gebilde mit voranbringen kann. Und die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Ja, und das bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern genau das Gegenteil zu machen. Man muss einen Weg einschlagen und diesen Weg muss man gehen. Und wenn dieser Weg dann einen Umweg beinhaltet, dann ist es eben so, man muss versuchen, ihn zu vermeiden. Aber wenn er eintritt, dann ist es wirklich so, wie Bernd gerade gesagt hat, erst dann zeigt sich, wie gefestigt wir alle sind, ob wir diesen Weg weitergehen können, den wir eingeschlagen haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass man sich einfach ganz klar machen muss, wo das hinführt und wo dieser Weg und wie dieser Weg aussehen muss. Und wenn man diesen Weg dann geht, dann wird man auch wieder aufstehen. Aber Fakt ist auch, bis jetzt sind wir nicht richtig hingefallen. Wir sind am Trudeln, das ist klar. Ja, ein bisschen am Stolpern, aber wir werden versuchen, uns zu fangen, damit wir eben nicht ganz hinfallen. Und wenn wir aber dann soweit sind, dann können wir uns über nächste Dinge unterhalten. Hinfallen wollen wir am Samstag nicht. Was wird denn die Taktik sein? Du wirst dich sicherlich ausgiebig schon mit Lübeck beschäftigt haben. Du kennst die Stärken, die Schwächen der Lübecker. Wo wirst du ansetzen? Wo wird die Mannschaft sagen, ja, das wird der Weg sein und dann werden wir erfolgreich sein? Du? Es steht immer im Fokus unser eigenes Spiel. Ja, unsere eigene Leistung steht im Fokus. Wir müssen das unbedingt immer von uns ausgehen. Wir müssen unsere Stärken ins Spiel bringen. Wir müssen unsere Emotionen ins Spiel bringen. Und dann kann es für jeden Gegner sehr unangenehm und schwer werden, gegen uns zu spielen. Und diesen Weg bearbeiten wir schon die ganze Zeit. Wir versuchen das. Und das treibt uns auf jeden Fall mal an. Lübbecke hat ein paar Dinge, die sie auszeichnen. Ganz klar, ist eine gute Mannschaft mit sehr erfahrenen Leuten. Ja, Vukovic in der Mitte ist ein ganz ausgefuchster Typ. Ales Pajovic hat schon viele, viele, viele Bundesliga- und internationale Einsätze hinter sich. Und das wird richtig schwer, ja, diese Dinge auf der Papierform. Und eigentlich ist das Programm so und so.
Da halte ich jetzt nicht wirklich so viel davon, weil es einfach so ist, dass man 100% erreichen muss. Wenn man nie an die 100 oder wenn man nicht an die 100% Grenze dieses einzigen Tages oder dieses einzelnen Tages dann kommt, dann gewinnt man kein Spiel in der ersten Liga. Und deshalb müssen wir immer bei uns selbst anfangen und versuchen, unser Spiel durchzudrücken und unsere Emotionen durchzudrücken, und dann wird es auch funktionieren. Gibt es Fragen an die zwei Herren zum ausstehenden Spiel am Samstag zur Rückrunde, zur Zukunft des HBW? Dann haben die jetzt die Möglichkeit zu fragen. Am besten laut hier rufen. Hier oder den Arm heben oder keine Gläser schmeißen. Wir waren überzeugend. Haben wir denn alles wirklich so gut abgedeckt und besprochen, dass es keine Fragen mehr gibt, jeder zufrieden nach Hause geht und sagt, am Samstag ist alles klar? Ja. Jetzt, so, jawohl. Ich bin schon wieder eine Frage an der Karo. Wir haben vorher wieder gesagt, wir wollen alle zusammenstehen und so weiter. Das zählt auch für die Stimmung, für die Stimmung in der Halle. Ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn wir diese Faltklatschen haben, weißt du, was ich meine? Dann sind auch die mit ins Boot gezogen, wo sonst normalerweise nicht richtig Fans sind, finde ich. Die müssen die Klatsche auch nehmen und nehmen sie auch zum Teil in die Hand und machen wirklich die Stimmung mit. Also alle, nicht bloß die Fans, sondern auch die Fremden, wo jetzt mal eine Dauerkarte oder so wieder weitergereicht bekommen. Ist es möglich, diese Faltklatschen in jedem Heimspiel da zu haben, oder ist es auch eine große finanzielle Sache? Also die gute Nachricht ist, dass wir am Samstag Klatschen haben werden. Und es ist unfassbar, wie leicht man Applaus bekommen kann. Gell? Bei den schwierigen Sachen schaut nur jeder entsetzt. Und dass wir es im nächsten Heimspiel haben werden, das ist schon mal sicher. Das haben wir schon mal hinbekommen. Das Problem ist, dass die Dinger wirklich relativ teuer sind. Und wir natürlich immer versuchen müssen, einen Sponsor extra dafür zu finden. Was ganz super wäre, wenn ihr allen Leuten beibringt, dass die Klatschen vielleicht mitnehmen. Das sind eigentlich keine Einwegprodukte, die kann man auch 2-3 Mal benutzen, dann wäre es super. Wir bemühen uns, wir wissen, dass das ein gutes Mittel ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir diese 9-Euro-Aktion machen, weil es mir eigentlich völlig wurscht ist, was wir finanziell an Erfolg haben am Samstag, sondern es geht nur um 2 Punkte. Und wenn ich zur Not am Schluss vor der Halle 20 Karten verschenken muss, wir müssen den Laden voll haben, die Stimmung muss überkochen, wie Markus gesagt hat. Da müssen 2350 Leute sein, die zusammen mit 16 Spielern und einem Trainer, einem Co-Trainer und so weiter gewinnen wollen. Das ist entscheidend, sonst gar nichts. Und klar, die klatschen so oft, wie es geht, und nehmen sie öfters mit, wenn es geht, und dann ist die Stimmung mit Sicherheit besser, gebe ich dir vollkommen recht. Noch eine Einwirkung zu den Karten. Also so viel haben wir gar nicht mehr. Es sind, glaube ich, nur noch 60 Stehplatzkarten als Restkontingent zur Verfügung, also fast volles Haus. Markus, noch eine Frage meinerseits, wenn du, sollte es so bleiben, Stand heute, hast du einen kompletten Kader am Samstag. Das heißt, wir haben eigentlich zu viele Spieler, um auf den Spielberichtsbogen eingetragen zu werden. Gibt es bereits Entscheidungen deinerseits, wo du sagst, den lasse ich draußen oder lass mir die Option offen nachzunominieren? Also ich werde auf keinen Fall solche Dinge jetzt schon 3 Tage vorher, vor allem auch nicht öffentlich, diskutieren. Ja, das wäre blauäugig, und deshalb, da geht es um, ja, stimmt. Er hat selbst blaue Augen. Ja. Stimmt. Nein, es ist, Stand heute haben wir alle an Bord. Stand heute haben wir alle an Bord, aber wir haben noch 3 Trainingseinheiten. Am Montagmorgen hatte ich auch noch alle an Bord. Am Montagmittag um 16.30 Uhr hatte ich 7 weniger. Ja, sage und schreibe 7 Stück. Und entsprechend gehen wir, jeder bereitet sich so vor, jeder bereitet sich zu 100% auf dieses Spiel vor, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Das ist eben im Mannschaftssport so. Und dabei werden wir es auch belassen. Das geht weiter, auf jeden Fall am morgigen Tag im Training, und dann werden wir sehen, wer das am Samstag seine Leistung bringt und seine Leistung auch öffentlich bringen kann. Und das ist nächste Woche vielleicht wieder anders. Mal sehen, was passiert. Ja, jeder hat die Chance, sich nach vorne zu pushen und was zu tun und sich zu zeigen. Das ist eben so in so einem Mannschaftssport. Ja, aber wir haben noch 3 Trainingseinheiten, und ich hoffe, dass ich am Samstag
oder am Freitag dann die Qual der Wahl habe. Ja, denn lieber so, als wenn ich zusammenkratzen muss, wer sich halb übers Spielfeld schleppt. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb bin ich sehr glücklich, dass es so ist. Eine Frage wurde mir vorhin gestellt. Ich soll sie doch an dich weitergeben. Jeder Trainer hat so seine Lieblinge. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Gibt es auch auf der Torhüterposition so den Vorzug und sagst, das ist meine Nummer 1? Gibt ja die klassische Traineraussage, auch wenn Matze Buhle heute nicht was bekommt. Gibt so. Beide Katze auch, sehe ich gar nicht. Also beide sind da, also bitte nicht. Also nein, ganz ehrlich, wir wollen es nicht übertreiben, aber es gibt ja so, der eine oder andere sagt, ich habe nur eine 1A und eine 1A. Es gibt keinen ersten und zweiten Torhüter, jeder hat seine Stärken und wird entsprechend von mir eingesetzt. Wie siehst du es? Meine Lieblinge sitzen in Nähren zu Hause, in meine Kinder und meine Frau. Ja, das sind meine Lieblinge, ganz klar. Und ja, und Bernd, ja, stimmt, Entschuldigung. Und natürlich Bernd. Und alles andere wird über Leistung entschieden. Ja, es ist ein Leistungsprinzip, wir sind eine Leistungsmannschaft, wir sind eine Bundesligamannschaft. Genau, das gilt für mich, das gilt für jeden Spieler genauso. Ja, und jeder zeigt sich, jeder zerreißt sich und dann wird man sehen, was passiert. Ich hoffe, du hast nach dem Samstagspiel 2350 Lieblinge mehr. Wenn alle sich zerreißen, inklusive dann der Mannschaft. Dann hätte ich ja mal dann zu Hause ein paar wenige. Ein paar wenige, genau. Gibt es noch Fragen an Markus oder Bernd? Ja. Jetzt haben wir die nächste Frage. Markus? Ja. Seit der letzten Runde ist ja Rolf Back immer dabei, den siebten Mann zu spielen. Zwischenzeitlich macht es in der Bundesliga auch andere Mannschaften. Und selbst bei der EM ist es aufgefallen, dass das siebte Mann gespielt wird. Da stimmt jetzt in Richtung auch schon eine gewisse Taktik. Also ich denke, der siebte Feldspieler ist ein Element des Spiels. Ein Element des Spiels. Es hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Immer mal wieder werden Dinge ausprobiert. In Unterzahl kommt der sechste Feldspieler. In Balingen war das jetzt über die letzten Jahre immer wieder der Fall, dass der siebte Feldspieler kommt. Man muss sowas immer in der Hinterhand haben, ist ganz klar. Ich würde das ganze Thema gar nicht so hochhängen. Es ist ein Element des Spiels, genauso wie die 3-2-1 ein Element des Spiels ist, wie der Gegenstoß ein Element des Spiels ist und alles zu seiner Zeit. Ich bin froh, dass ich da so eine gefestigte Situation habe, die, auf die ich immer mal wieder zurückgreifen kann. Ja, aber wie gesagt, es ist ein Element und ich habe andere Elemente genauso und ich sehe das Ganze eben als ein großes Puzzle, das ich dann zusammensetzen muss und wenn ich entscheide oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt auspacken oder ich muss das jetzt auspacken, dann werde ich natürlich nicht so sein, dass ich sage, oh Gott, da traue ich mich nicht ran, sondern es ist genauso wie alle anderen Dinge eine Möglichkeit und je nachdem, wie das Spiel läuft, werden wir sehen, ob wir diese Möglichkeit auf die zurückgreifen oder nicht. Ein Vorteil für den HBW, dass der Trainerwechsel vor der Rückrunde gekommen ist, dass der Gegentrainer oder gegnerische Trainer, die gegnerische Mannschaft nun alle Videos, die es bisher gab, eigentlich in den Müll schmeißen können und sagen, wir haben hier keine Ahnung, was der Kerl jetzt hier in Balingen anstellen wird. Also es ist in diesem Bereich jetzt so, ich glaube, die Bundesliga ist gläsern. Ja, die Bundesliga ist gläsern, jeder kennt jeden, irgendwo im Verein hat man immer Freunde, ehemalige Weggefährten, es gibt Videomaterial von allen Spielen, ob das ein Trainingsspiel ist, ob das ein Vorbereitungsspiel ist, es ist völlig egal. Im Endeffekt gibt es keine Geheimnisse, davon gehe ich immer mal aus. Die Gesamtleistung entscheidet und wir werden das Spiel nicht neu erfinden. Das können wir nicht, ja, und das wird auch eine andere Mannschaft nie tun. Ja. Es kann einfach, Handball ist Handball und da entscheiden im Endeffekt immer noch Zweikämpfe über Wohl und Wehe. Und entsprechend glaube ich, dass Dirk Beuchler am Samstag schon weiß, was wir auf die Platte stellen. Das ist klar. Natürlich ist es vielleicht im ersten Spiel ein bisschen schwerer für ihn, ein paar Kleinigkeiten zu finden, aber das Gesamtpaket wird ihm bekannt sein. Er kennt jeden Spieler, er weiß, wie ich denke, ich weiß, wie er denkt und entsprechend hoffe ich oder bin ich davon überzeugt, dass es wenig Geheimnisse geben wird
Und wir müssen einfach unser Zeug spielen und uns unsere Leistung auf die Platte bringen und einfach gemeinsam mit den Fans, mit den Klatschen oder ohne, einfach alles reinwerfen, wirklich alles reinwerfen am Samstag. Da zählt's, da zählt Gemeinsamkeit, da geht's positiv. Und ich war hier beim Spiel gegen Gummersbach, glaube ich, und diese Halle hat eine besondere Atmosphäre. Das ist was Besonderes, dort zu spielen. Und man freut sich da dann auch, ein Teil dieses Gebildes jetzt zu sein. Und entsprechend wird man da am Samstag auch auftreten. Und Dirk ist ein Fuchs, er wird schon sich seine Dinge überlegen. Und ich hoffe, dass wir aber immer eine Antwort parat haben. Weitere Fragen? Alles klar. Wenn keine weiteren Fragen auftauchen, dann sage ich zunächst mal Dankeschön an den Geschäftsführer Bernd Kanner und natürlich ein Dankeschön, dass er sich heute Zeit genommen hat. Er hat mir eben gesagt, ich soll ein bisschen hinmachen. Er muss noch eine Klassenarbeit vorbereiten. Morgen früh. Deutsch. Wilhelm Tell ist, glaube ich, das Thema. Also, gutes Gelingen. Dankeschön an den Markus. Eine Info habe ich noch, falls noch nicht bekannt ist. Die neue HBW-App ist erhältlich über den App Store. Jeder kann es sich holen, kostenlos runterladen und die Infos dann auch zeitnah auf dem Handy, auf dem Smartphone zu haben. Dankeschön an Markus, Dankeschön an Bernd, danke an euch fürs Kommen, Dankeschön an alle beiden, Dankeschön an Sportiver. Bis Samstag.